Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Immer noch auf der Fahrt von Montpellier aus in Richtung Selfoss. Genau. Da sind wir jetzt bereits wieder unterwegs. Das ist der zweite Teil. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ja, meine. So. Genau, ich nehme ja jetzt gerade doppelt quasi auf. Also nicht nur für den Twitch-Kanal, sondern auch für meinen YouTube-Kanal. Nehme ich das gerade auf und mache jetzt wieder eine also immer so Viertelstunden-Parts. Und dann sieht man mal, was da so rauskommt heute. Vielleicht werde ich dann nachher auch nur weiter aufnehmen für meinen YouTube-Kanal, das sehe ich dann. Aber dann muss ich noch schauen, wie ich das Ganze ja, verbinde. Mal schauen. Fehlen mir noch so ein paar Kleinigkeiten. Warum ich jetzt heute mal nicht im TS bin, das habe ich euch ja schon in der letzten Folge erklärt. Da passt es auch alles. Aber was mich gerade so ein bisschen komisch. Ah, die MS-Zahlen sind ein bisschen so hin und her. Aber das passt schon. Vielleicht muss ich da noch irgendwie was noch zusammenbasteln. Aber mal schauen. Ja. Wie heißt es so schön? Es stockt ein bisschen. Was mich halt schon ein bisschen ärgert, aber naja. Ich weiß ja, was da jetzt gerade los ist und von daher passt es. Von daher, ja, mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Ja, in letzter Zeit so merke ich bei mir wie, oder merke ich in dem Sinne, was das ja, Coronavirus so alles anstellen kann, wenn man fast den ganzen Tag zu Hause sitzt. Also ich habe, Gott sei Dank, bin ich von dem von dem Coronavirus noch nicht infiziert Rechts oder halten irgendwas. und dann aus Rechts Deswegen nehmen. kann ich meine Sachen auch gut machen. Bin halt viel unterwegs, gehe halt Nimm raus. die Ausfahrt rechts. Ja, gehe mal eine Stunde spazieren oder so. Das geht alles wunderbar. Also ich habe damit jetzt keine Probleme oder so irgendwie, weil ich mir so denke, nö. Muss ich sein. Warum ich gerade solche komische Lachs habe, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, frage ich mich das auch schon eine Weile. Aber das ist momentan, glaube ich, wenn ich aufnehme, irgendwie mit OBS oder mit OBS Studio, dass da, beziehungsweise nicht mit mit OBS Studio, sondern wenn ich es mit Streamlabs oder so aufnehmen würde, spackt da irgendwie mein Spiel rum. Keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, wieso der da so rumspackt, weil dann auf einmal meine CPU-Auslastung ziemlich weit nach oben geht. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, aber naja. Genau. Ja, viele haben mich jetzt zum Beispiel auch so privat gefragt, ja, Peter, was machst du jetzt in deiner Freizeit? Ja, was mache ich in meiner Freizeit, wo ich jetzt gerade habe? Naja, dadurch, dass ja die Coronavirus gerade ja hier rumgeht und, oder ihr wisst es ja, was mache ich in meiner Freizeit? Naja, entweder ich bin unterwegs, bisschen spazieren laufen. Weil jetzt gerade das Wetter auch für meinen Rücken ziemlich gut ist. Oder aber, ja gut, ich bin dann daheim und mache meine Videos. Und kümmere mich auch mal um die normalen Dinge des Lebens. Also ja, die normalen Sachen halt, ne? Ja, leider
leider merkt man dann manchmal aber auch, wie man, ja, wie manche Menschen zum Beispiel anders reagieren. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel gestern jemanden gesehen, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, es ist ja alles wunderbar und schön, aber ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit jemandem, der ist Security bei einem Lebensmittelladen. Wir standen nun voneinander zwei Meter weg, locker leicht, mehr wie zwei Meter sogar. Kommt eine Kundin her und sagt, ja, sie halten aber ihre Mindestmaß nicht ein von 2 Meter. Wo ich mir dabei gedacht habe, Entschuldigung, wir stehen mehr wie 2 Meter voneinander weg. Also von daher, weiß ich nicht, ob sie da irgendwie falsch gelesen haben oder keine Ahnung was. Ja, dann hat er einfach nur rumgenörgelt, bis dann derjenige gesagt hat, hey, Entschuldigung, aber ich rede gerade mit ihm. Er haltet sein Mindestmaß ein, also wäre es doch geschickt, wenn sie nicht immer so rumnörgeln würden. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann ist die Dame dann gegangen. Ich habe mich dabei nur gefragt, hey Leute, warum nehmt ihr alles so wunderbar ernst? Ich meine, hey, wenn du mehr wie über 2 Meter voneinander wegstehst, da kann doch das Coronavirus doch nicht ausbreiten. Also da müsste entweder so Tröpfchenübertragung sein oder keine Ahnung was. Also man sollte dann schon vielleicht ein bisschen auch mal seine Augen aufmachen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, Augen auf beim Eierkauf, beziehungsweise wenn man jetzt gerade mal so in die Läden guckt, Augen auf beim Klopapier plus andere Dinge. Da frage ich mich schon die ganze Zeit, Leute, seid ihr eigentlich noch alle ganz beidrohig? Das ist geradeaus. Die Leute im Lebensmittelladen, die sind jeden Tag da, ihr könnt einkaufen gehen. Warum kauft ihr dann alles jetzt schon? Ihr meint doch wohl nicht, dass die Welt untergeht. Also, ich sag jetzt mal so, das Coronavirus hat schon manche Menschen irgendwie das Hirn ein bisschen durchdreht, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sagen muss, aber es stimmt leider. Und ich bin der Meinung, man sollte das Coronavirus, man muss es wirklich vielleicht nicht so ausbreiten. Also ich meine, ich habe damit kein Problem, ich bin nicht infiziert oder irgendetwas. Klar, ich gehöre zu der Risikogruppe mit dazu. Muss ich leider auch sagen. Aber ich denke mir so, hey, was soll das Ganze? Manche denken echt von 0 bis nach, keine Ahnung. Immer geradeaus. Also von 0 bis 0, sage ich jetzt mal so. Dann gibt es wiederum Leute, wo ich mir denke, hey, ich weiß nicht, wie ihr gerade zur Zeit drauf seid. Wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich, jemanden, ja, wie soll ich das sagen, jetzt nicht diskriminieren tut oder irgendwas. Aber, ja, also so ähnlich, also ich mache mir da schon ein bisschen so bei manchen Sachen so meine Gedanken, die ich auch jetzt freien Lauf lasse, weil ich gesagt habe, hey, nee, wenn ich was auf meinem Kanal bringe, dann soll es schon zu 100% auch stimmen und alles. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin seit letztes Jahr im Mai, ja, wurde ich quasi komplett krankgeschrieben wegen meinem Bandscheibenschaden. Hab dann irgendwann jetzt gemerkt in letzter Zeit, hey, mir geht's wieder besser. Ich würde gerne wieder arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, kein Thema. Habe ich schon versucht, alles in die Wege zu leiten. Es ist auch schon in Bearbeitung alles, was ich so brauche. Biege nach links ab. Also von daher gibt es da schon mal keine Probleme. Aber wenn man dann so
abends dann zusammenhockt, beziehungsweise jeder vor seinem PC hockt und dann ja so eine leichte Diskriminierung kommt, ah, du bist ja eh faul und bla 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 und tralala und juhu, da frage ich mich dann auch, hey, hast du irgendwie was geraucht oder weiß was ich was? Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen da meine Meinung geige, aber jetzt in der Corona-Krise und du darfst nicht arbeiten, weil die Werkstätten also für behinderte Menschen zu haben, wie willst du dann arbeiten gehen, wenn sie dir einen Riegel davor schieben? Oder andersrum gesagt, ich würde ja gern wieder bei mir in meinem alten Beruf im Krankenhaus arbeiten, aber durch die Corona-Sache ist es nicht möglich. Ich kann zurzeit keine Betten von A nach B transportieren. Immer geradeaus. Ist definitiv zurzeit nicht möglich. Aber leider verstehen es halt manche Leute wirklich dann nicht. Und meinten dann, ja, ein bisschen so diskriminieren quasi. Ah, da mache ich einen auf Peter. So nach dem Motto. Wo ich mir dann gestern die Frage gestellt habe, soll ich kurz ausraschen oder nicht? Ich habe es dann gelassen, habe mir dann gedacht, okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt raus. Ich mache jetzt meine Ruhe. Ich bin jetzt mal für mich. Sonst wäre ich schon lange auf dem TS. Und deswegen denke ich mir so, okay, einen Tag mal nicht auf dem TS sein, das passt. Das tut mir dann auch mal gut. Ich habe meine Ruhe, ich mache trotzdem meine Spiele und von daher passt die Seelsorge. Man sollte vielleicht ab und zu auch mal denken, hey, warum tue ich demjenigen weh mit der ganzen Sache? Immer schön Salz in die Suppe reinstreuen. Oder in die Wunde reinstreuen, sorry. Genau, so, besser erklärt. Wo ich mir dabei auch denken muss, hey Leute, das kann es ja wohl nicht wahr sein. Aber, ja, nichtsdestotrotz, ich werde trotzdem morgen wieder auf den TS kommen, also von daher alles wunderprächtig. Wie sage ich immer so schön, stay positive, positiv denken. Und ja, das ist so eine Sache, wo ich denke immer positiv an die ganzen Sachen, weil ich habe mir damals schon die Frage gestellt, was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich jetzt Tatsache, zum Beispiel meinen Bandscheiben, wenn ich einen Bandscheibenvorfall hätte? Und ich mir dabei dann auch gedacht habe, hey, okay, das passiert Tatsache. Scheiße, was machst du jetzt? Klar, die ersten paar Wochen zu Hause sitzen, okay, kein Thema. Was willst du machen? Versuch halt einfach gucken, dass du wieder fit wirst und alles. Wenn du aber dann vom Arzt nebenbei so gesagt bekommst, ja, wenn es dumm läuft und wir würden sie operieren, dass sie dann im Rollstuhl landen, ja, dann stelle ich mir dann auch die Frage, ja gut, mache ich eine OP oder mache ich keine OP? Ich habe mich fürs Zweite entschieden, ich habe gesagt, ich mache keine OP, ich lasse mich nicht operieren. Ich habe keinen Bock, dann irgendwie im Rollstuhl zu hocken, dann gar nichts mehr zu machen. Und deswegen habe ich mich dann auch für die zweite Variante entschieden, weil ich dann selber gemerkt habe, okay, das bringt nichts. Und ja. Und lieber lasse ich das Thema dann auch, weil sonst, oh jemine. Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Hätte ich das gemacht? Klar, es hätte gut ausgehen können. Keine Frage. Oder aber es hätte dann auch schief ausgehen können. Und wenn es schief ausgegangen wäre, muss ich dann wirklich sagen, oh oh. Also dann habe ich schon ein bisschen Respekt davor und Angst davor, aber Gott sei Dank, es ist ja nichts passiert. Deswegen stelle ich mir auch gerade die Frage, hey, warum? Klar, man regt sich dann wieder auf. Man denkt dann auch so, hey, okay,
Ja, was machst du, was tust du, ne? Aber hey, ich denke mir gerade so dabei, ach komm, wir machen unser eigenes Ding. Ich zieh's durch einfach. Und von daher passt es. Bitte links halten. Und deswegen, ich sag auch die ganze Zeit schon, hey, ich versuch's einfach durchzuziehen und es gelingt auch. Also bei vielen Sachen muss ich jetzt wirklich sagen, es funktioniert. Keine Ahnung warum, aber es funktioniert tatsächlich. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, hey, warum labert der so viel? Aber ich denke mir immer noch dabei, hey, irgendwie muss ich ja auch mal was bringen oder so. Deswegen von daher alles wunderprächtig. Und von daher alles gut. So, wir werden dann irgendwann mal die nächste Raststätte mal aufsuchen, denn ja, ich sollte vielleicht auch mal tanken zwischendrin, weil sonst komme ich nicht ganz da hoch. Ja. Und nicht genau dahin, wo ich eigentlich möchte. Deswegen, ja, werden wir dann bald Bitte links halten. die nächste Raststätte mal anfahren und werden dann bald mal tanken gehen. Ich überlege gerade, wo ich es am besten mache. Ob ich nicht sage, okay, komm, ich tanke erst in Stuttgart oder auf der deutschen Seite. Und zwar, wenn ich jetzt in Richtung Stuttgart fahre, könnte ich eigentlich machen, wäre wahrscheinlich sogar gar kein Problem damit. Ja, mal gucken. Deswegen wird das Video wahrscheinlich, ja, Links es wird sogar ein halten bisschen länger wie und dann sonst. bleiben Sie immer Aber geradeaus. hey, ich denke mir dabei, ja gut, es läuft. Überlege ich gerade, muss ich Immer jetzt geradeaus? geradeaus. Ja, dann fahren wir immer noch geradeaus. Okay, alles klärchen. Ja, ich merke, dass ja, meine FPS-Zahlen ein bisschen komischerweise arg variieren momentan. Ich weiß nicht, liegt es vielleicht sogar an der Aufnahme oder keine Ahnung, ich muss da echt mal überbrücken, dass es mal flüssig läuft. Aber ich habe 19 MS. Klar, es variiert gerade zur Zeit ein bisschen, aber ich habe eigentlich so gut wie alles aus. Links Und halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. wahrscheinlich muss ich vielleicht nochmal was ändern, gleich beim nächsten Immer geradeaus. Let's Play, genau, weil da muss ich mal echt gucken, was da gerade los ist. Obwohl ich mich so frage, ja, hey, ab und zu läuft es ja schon gut und ab und zu läuft es dann wieder Käse. Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß es nicht. Deswegen wundert mich das. Links halten Deswegen, ja, und ist dann es immer so bleiben eine Sie Sache. immer Jo, geradeaus. Moinsen, danke dir. Immer geradeaus. So, dann wollen wir doch mal hier ein bisschen mal was machen. Ja, ihr hört sogar, ich habe den Funk sogar an und bin auf der Kanal 9 unterwegs. Deswegen Funk läuft auch bei mir mit. Und ihr hört uns sogar mal die anderen Spieler im TS. Nicht im TS, sondern Quatsch, was sage ich jetzt? Ach, nicht im TS, sondern ja, via im Spiel. Das ist ja Gott sei Dank im Euro Truck Simulator 2 möglich. Was ich cool finde. Immer geradeaus. Aber ja, mal schauen, was jetzt so die nächste Zeit im ETS so bringt. Ich bin da echt mal gespannt, wann jetzt alles so weit läuft, dass man sogar vielleicht, ja, vielleicht bald die neue Promo haben. Aber ich weiß es noch nicht. Also, es gibt da schon die neuesten Trailer für
Für neues DLC, für rechts das IB, für dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, Navi. Für das Iberia DLC, also für die, für Spanien und Portugal. Die Ausfahrt rechts. Da bin ich dann mal gespannt, wie das wird. Und die Promos hat ja auch neue Dinge gemacht, deswegen ja, würde ich mich, oder ja, mal schauen, was da so passiert. Aber das sieht wir man dann alles. Links ab. Ja, jetzt befinde ich mich sogar auf meiner Heimatroute gleich. Wenn wir auf der deutschen Seite sind, jetzt fahren wir ja noch auf der Schweizer Seite. Und gleich befinden wir uns auf der A81 in Richtung Stuttgart. Genau. Ja. Jetzt befinden wir uns noch auf der Schweizer Straße noch. Also hier ist noch Schweiz und dann überqueren wir bald dann die deutsche Autobahn. Quasi sind dann auch dann in Deutschland und da werden wir dann auch kurz die nächste Raststelle anfahren, damit ich dann auch meinen LKW tanken kann und kurze, ja, 2-3 Minuten Pause einbauen. Weil das würde ich jetzt auf jeden Fall mal kurz nehmen, die kleine Pause. Und dann schauen wir doch gleich weiter. Bei der nächsten Folge dann von ETS 2. Genau. Immer geradeaus. Deswegen, ja, ich bedanke mich bei den Leuten, die jetzt gerade eingeschaltet haben zum Zuschauen. Egal, ob es jetzt bei mir auf dem Twitch-Kanal oder quasi auf dem YouTube-Kanal waren. Aha, Steam Offline. Okay. Ja gut, jetzt ist quasi Steam bei mir offline. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Aber, ja, ich habe es immer bei Steam normal, dass es offline ist. Kennen wir ja schon, ne? So, ich tanke jetzt noch meinen LKW und dann mache ich die nächste Pause. Deswegen, ja, wird es eine kleine Pause geben. Und, ja, dann schauen wir mal, was da los ist. Vielleicht. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,27 € pro Liter abgerechnet. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Nee, nee, nee. Da sind nämlich ein bisschen was, ja, daneben. Aber macht nichts. So, dann werden wir das noch eintragen. Das sind, ja. Du hast 640 Pass. Liter getankt und deiner Spedition wurden 787 € in Rechnung gestellt. So, dann werden wir doch mal ganz kurz da rechts ranfahren und werden dann kurz die kleine Pause machen. Deswegen, ja, bis gleich.